Herzlich willkommen zurück. Wir haben ja das letzte Mal Cannabis oder Kalané oder was auch immer gespielt und machen nun weiter mit Wolfsrudel. Oder machen doch nicht weiter mit Wolfsrudel und spielen stattdessen Order 69 nochmal. Denn ich hab's bekommen von Kevin Scheffel, eine neue überarbeitete Version, die sich auf sehr schwer spielen lässt. Da haben wir's. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt die Wirtschaftsmission weiterspielen, machen wir diese noch eben, ja, eben fertig. Wir fangen sie eh von vorne an, weil sie jetzt nochmal überarbeitet wurde, vor allem mit den Truppen, die wir zur Verfügung haben. Von daher spielen wir Order 69 nochmal. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das jetzt einfach dann Part 3 nenne oder ob ich jetzt irgendwie sag Order 69 überarbeitet. Mal gucken, ihr werdet sehen, wie das Ding heißt. Die Beschreibung ist noch die gleiche. Ja, sieht mir danach aus. Okay, dann Order 69, Start. Sire, Holzfäller berichten, dass der kürzlichen Dürre viele Bäume zum Opfer gefallen sind. Das ist einfach so cool, die Nachricht. Und ja, es geht so klasse los. Okay, wir wissen ja, wir werden am Anfang angegriffen und wir sehen, wir haben jetzt, also ich habe mal ganz kurz reingeschaut, um zu gucken, was jetzt die Unterschiede sind. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Sie haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Ein gesundes Maß mehr an Truppen. Und los! Zu Diensten! Gesund genug, wie ich finde. Okay. Natürlich nur Pech kaufbar, es ist wunderbar. Wir haben ja eigentlich auch eine Grube. Können wir die Gruben wegmachen? Ah, das sind nicht unsere. Alles klar. Bogenschützen bereit. Die könnten wir zerstören, weil sie vom Gegner sind, aber das wird uns nur Nachteile geben, weil dann hätten sie Kampfboni. Was wünscht ihr? Und das wollen wir nicht. Oh, zurück, zurück, die Bogenschützen feuern auf uns. Ui, wie weit die feuern. Auf die Brustwehr. Was zum... Oh, nö. Nee, wartet, das starten wir nochmal neu. Sire. Holzfäller berichten, dass der kürzlichen einfach Dürre weil Bäume zum Opfer gefallen sind. Weil nicht mehr Baum. Vorwärts! Das sind unsere, oder? Es gibt. Ja, das sind unsere, okay. Alles klar. Eure Befehle? Zack, dann platzieren wir unsere Fernkämpfer tatsächlich mal so. Sind auf dem Weg. Seid gegrüßt. Ihr sammelt euch mal anderweitig. Die haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Die Streitkörperkämpfer, die... Doppelklick funktioniert nicht für alle Einheiten auswählen. Ich wollte es gerade mal probieren. Auf dem Weg. Okay, im Idealfall halten wir dann eben da hinten. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen. Das ist nicht so riskant. Wie können wir 18, helfen? Wir hatten noch, glaube ich, 19, oder? 19. 19 Baumeister. Das ist ganz okay. Damit können wir einiges an Unfug bauen. Und mit dem Geld, das wir haben, können wir auch allerlei Zeug. Da kommen sie. Da kamen wir noch die Bogenschützen an. Wir können auf jeden Fall jede Menge Mist bauen mit dem Geld, das wir haben. Sie kommen auf die Brustwehr. Die kriegen wir eigentlich noch gut weggeschossen, wie es aussieht. Mal gucken, vielleicht brauchen wir unsere Nahkämpfer gar nicht. Aber für den Notfall setze ich die trotzdem mal mit an. Aber ganz ehrlich, bevor wir... Oh, das wird jetzt gefährlich. So, rein da. Okay. Ja, da kommt jetzt gleich noch ein Angriff. Wir wissen es ja. Da kommen sie. Ja, die Frage ist, wollen wir hier großartig bombardieren oder gehen wir mit Schilden voran? Weil genug Fernkämpfe hätten wir jetzt, um mit den Schilden gut zu hantieren. Andererseits hätte ich eigentlich schon gerne diese ganzen Türme und Torhäuser weg. Als nächstes hier noch die Befestigungsanlage. Gut, das dürfte weniger ein Problem sein, die zu stürmen. Schon allein, weil wir fast nur Bogenschützen sind, da können wir einfach mit unseren Pikinieren ran und alles kaputt machen. Hier auf der rechten Seite. Oh. Ah, okay. Wollte schon gerade sagen, haben die jetzt gar keinen Bonus mehr, die Orangenen, aber passt. Ja, wie hatte ich es nochmal vor? Wie hatte ich ursprünglich mal geplant? Wir konnten noch hier hoch, oder? Wir können hier hoch, aber nicht weiter als so. Aber von hier aus können wir zumindest mit dem Tribok, glaube ich, darüber ballern. Könnte man mal probieren, bei Zeiten. An sich könnten wir mit dem Tribok nicht nur darüber ballern, sondern auch dahin. Ich glaube, das ist eine gute Tribok-Position hier oben. Könnte gefallen.
Im Grunde, wie wollte ich hier vorgehen? Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch. Hier sind zwar ein paar Steine drin, aber es reicht nicht für als Furt. An sich können wir gar nicht von hier oben angreifen. Das war eine andere Mission, die ich jetzt im Kopf hatte. Diese Wasserfälle sind übrigens... Also wenn wir jetzt mal wieder nach... Also nachdem ich hier die Karten gesehen habe von Mafio und jetzt danach mal wieder so eine Kevin-Scheffel-Karte betrachte, dann merkt man erstmal einfach den Klassenunterschied. Schon vor allem im Landschaftsdesign. Aber gut. Im Grunde bei Order 69... Ja, das da hinten kriege ich so gesehen ja nicht eingenommen. Am liebsten würde ich ja irgendwie hier hoch und von dort aus hier runterschießen, aber das klappt soweit nicht. Wir müssen tatsächlich zuerst diese Befestigung kaputt machen und danach nach rechts stürmen. Und das hier irgendwie kaputt machen. Das Blöde ist, dass der hier tatsächlich diese Ballisten aufgebaut hat. Das dürfte schon ziemlich blöd werden. Hossa. Erstmal ein bisschen noch die Karte bewundern. Weil hier so schöne viele kleine Details aufgebaut sind. Ich meine, selbst so normale Graslandschaft ist ein bisschen hügelig gestaltet und nicht so komplett flach gewalzt, als wäre jemand mit einer. Als wäre Gott mit seiner heiligen Dampfwalze drüber gerollt. Was machst denn du hier drin im Loch? Da dachte sich halt einfach mal und ab ins Loch. Also wie gesagt. Hier machen wir mal den Vorstoß, dann gucken wir nach darunter. Die Frage ist, wie wir danach vorgehen. Weil diese Festung zu stürmen... Was können wir am Belagerungsgerät bauen? Wir kriegen keine Belagerungstürme, das ist das Problem. Da kommen sie wieder, Sire. Nein. Aber Belagerungsturm wäre so schön gewesen. Aber ohne wird es echt eklig. Ohne Belagerungsturm müssten wir irgendwie aufstoßen. Klar. Aufmachen. Dann kriegen wir die Mauern gestürmt irgendwie. Kommen wir irgendwo hoch? Ich glaube, wir kommen hier gar nicht richtig hoch, oder? Erstmal gucken. Verteidigung und so. Da kommen sie. Aber ich glaube, ich komme gar nicht auf die Mauern drauf, auch wenn ich das Tor ausgestürmt habe. Das ist eklig. Das ist richtig eklig. Puh, also das wird... Da steht ein Belagerungsturm. Hallöchen! Okay, das Ding bietet sich natürlich an. Ja, aber gut, ich würde mal sagen, eins nach dem anderen. Bevor wir uns um das da unten kümmern, machen wir erstmal unsere ersten Schritte hier oben. Auf dem Weg. Wo immer ihr hin wollt. Ihr wollt da hoch, okay. Aber gern. Vorsicht, Vorsicht. Vorwärts, Pikiniere. Und runter zu. Auf dem Weg. Sehr schön. Alles klar, Herr Kommissar. Nun beginnen wir mal eine kleine Speicherorgie. Wo hatten wir denn Order 69 gespeichert? Ach du lieber Gott. Am 10.11. Das ist jetzt so ziemlich genau einen Monat her. Sogar ein bisschen drüber. In Ordnung. So, dann gucken wir mal, was wir da drüben so anstellen können. Und wo und mit wem und warum. Ziel ist notiert. Im Grunde kriegen wir den Turm auch ganz gut geräumt, denke ich mal. Aber es ist trotzdem einfacher, wenn wir ihn zerstören, glaube ich. Obwohl, andererseits, wir können uns erinnern. Was haben wir denn mit dem Turm alles an Schabernack angestellt? Ihr könnt euch erinnern. Was? Euer Gnaden? Wohin schießt der? Da schießt jemand. Irgendeine Balliste schießt hier. Aber ich sehe nicht welche. Was? Was soll konstruiert werden? Wo? Ach, da steht eine Balliste versteckt. Ja, das gibt's ja nicht. Wie gemein. Wie Kevin Scheffley. Ja, super. Ah, nee, da. Ach du Scheiße, da ist eine, da ist eine. Die ganzen Bergen sind mit Ballisten übersehen. Bergen, die ganzen Bergen, ja, die ganzen Was Bergen sind auch noch. Das Problem ist, lohnt es sich jetzt drauf rumzuballern? Es wird sich ein bisschen auszahlen. Ja, die Mangel kaputt machen, würde sich halt schon rentieren.
Hier drüben, wie gesagt, ich glaube, wenn ich... Nee, das Problem hat man schon mal. Wenn wir hier das Tor aus kaputt machen. Warte. Ja, wenn wir das Tor aus kaputt machen, dann kommen wir nicht mehr auf die... auf den Turm drauf. Weil ich würde eigentlich ja schon gern irgendwie von dort aus darüber feuern. Von hier aus wird es auch ein Problem werden. Ne, ich glaube, wir müssen das größtenteils einfach alles mit Schilden räumen. Das muss schon irgendwie klappen. Oh, hat ein Verletzter. Weißt du was, ich lade das jetzt gerade nochmal. Ist halt die Frage, wollen wir überhaupt hier drüben großartig schwächen? Bringt uns das allzu viel? Das Einzige, was wir halt kaputt kriegen könnten, halbwegs effektiv, wäre einfach diese Mange. Und wie effektiv das ist, muss man auch noch drüber nachdenken. Ich mache jetzt mal viele Schilde. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wie es mal zwischenzeitlich blau war, habt das gesehen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Im Übrigen weiß ich jetzt, was diesen lustigen Bug angeht, dass hier Truppen, also dass Baumeister einfach verschwinden hin und wieder beim Auflösen. Das hat mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, gerade mit sehr schwer. Weil die Truppen, sagen wir es mal so, wenn das, ich glaube, das war bei im Voraus schon besetzten Belagerungsgeräten so. Konstruieren Belagerungsgeräte. Das war so, dass wenn, also alles, was man im Editor aufstellt, ist auf normal ausgelegt. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Tribok hat, der schon besetzt ist mit drei Baumeistern, dann hat man eigentlich diese drei Baumeister im normalen Modus. Auf sehr schwer hat man im Prinzip aber eigentlich nur ein oder zwei Baumeister. Sagen wir mal zwei Baumeister. Was bedeutet, sobald man diesen Tribok auflöst, kommen nur zwei Baumeister raus und nicht drei. Das ist ein bisschen komisch designt. Komisch im Sinne von jetzt nicht gerade wirklich durchdacht, dass da ein Baumeister verschwinden. Aber ja, so ist es nun mal. Und das ist kein... Es ist... Ja, es ist auf eine gewisse Weise ein Bug, aber auf andere Seite auch wieder nicht so ein Bug, wie ich ihn vermutet hatte. Dass die Baumeister zufällig verschwinden. Es hat schon ein System, wie die Baumeister verschwinden, aber es ist halt nicht gerade das aller sinnvollste. Ihr versteht schon. Okay, dann mache ich das und ich glaube, ich mache das mit den Armbrustschützen. Das sind genug. Das sind genug, um da ordentlich reinzuballern. Und speichern. So. Dann würde ich mal sagen, Schilde vor, Armbrustschützen hinterher. Schön zusammen marschieren, das ist wichtig, finde ich. Schild wird neu positioniert. Schild bereit, eure Lordschaft. So, gucken, dass nicht die Armbrustschützen getroffen werden, das ist wichtig. Ich wünschte halt, die hätten so einen Schutzumkreis, wie es bei Crusader 2 der Fall ist. Das macht es halt viel leichter. Das macht es halt vielleicht leichter. So, näher ran. Das Schild ist fast kaputt. Du! Bist du des Wahnsinns? Willst du mich ärgern? Und nicht so nah, nicht so... Jetzt lass dich doch... Alter! Oh! Nee, wenn, ich hasse es. Also, jetzt hatte ich gerade den Fall, dass ich nicht mehr mit rechter Maustaste rauskam. Ich habe den nicht mehr abgewählt bekommen. So, was hasse ich? Ich glaube, ich brauche mehr Schilde. Ich brauche einfach mehr Schilde. Vielleicht brauche ich gar nicht mehr großartig. Vielleicht brauche ich nur unten bei der Burg großartig Belagerungsgerät. Zur Stelle. Schild bereit, eure Lordschaft. Achtung! Ich brauche sogar, glaube ich, weniger Armbrustschützen hier dabei. Weniger ist hier in dem Falle tatsächlich mehr. So, du kommst weg. So, noch ein bisschen näher ran. Das ist auch hinhaut. Aber ich glaube, ich brauche echt weniger. Ich kriege euch hier nicht rein. Es tut mir leid. Waffen zur Stelle. Kriegt ihr ja eigentlich was getroffen, Leute? Gut, es wird nicht viel gegengeschossen, aber trotzdem. Ihr müsst doch mal was tot kriegen. So, mal näher ran versuchen. Dürfte eigentlich noch so funktionieren. Hauptsache die Schilde halten noch lang genug. Gut. Oh fuck, das ist die Balliste. Ja, die kann wehtun. Mal alle zurück. Wir sind ja erstmal fertig. Und es hat funktioniert. Und ich nehme mal als Armbrustschützen weniger mit. Schild bereit, im Grunde können wir einige Schilder schon mal wieder... Hi.
In Ordnung. Mit der Iron. Wir machen uns auf. Wir können eigentlich alles mit Schilden besetzen. Solange wir die Baumeister zurückbekommen, wenn wir die Schilde dort auflösen, passt es ja. Wir müssen auch unsere alten Schilde wegstellen. Und zumindest die, die halb HP haben, nur noch. Jetzt kann ich schon wieder nicht abwählen. Ich hasse es. Alter! Wie weit? Willst du mich verarschen? Scheiß Balliste, ey. Wie weit schießt du denn bitte noch? Kein Wunder, dass die so viel Schaden bekommen haben, die Schilde. Die Balliste penetriert mich ja echt auf dem Weg. Ich habe den Turm doch, glaube ich, so kaputt geschossen, oder? Ja, ich glaube, ich sollte den Turm so kaputt schießen. Klassisch. Speichern wir mal. 69,2. Und speichern. Oder 69,20. Das könnte echt so eine typische Erotik-Werbung sein. Mit einer Telefonnummer. 69,2,2,2. Auf dem Weg. Schild bereit, eure Lordschaft. Erlassen Belagerungsgeräte und eine Aufgabe. So, ihr drei macht mir jetzt einen wunderschönen Tribok. Also nicht nur einen normalen Tribok, ich hätte gerne einen wunderschönen Tribok. Damit macht ihr das Ding kaputt, weil das wird mir ziemlich auf die Nerven gehen während des Vorstoßes und vielleicht den einen oder anderen einen Pfeil ins Knie rammen. Und das will ich nicht. Und speichern. Von daher gucken wir mal. Ich mach meinen Tribok dahin. Das dürfte eigentlich hinhauen. Ohne dass ich beschossen werde. Ohne dass ich beschissen beschossen werde. Nee, er schießt. Du bist doof. Aber triffst du auch, ist die Frage. Triff ich eigentlich? Oh nö. Und, ganz ehrlich, so wenig? So wenig? Wir geben unser Bestes. Wie gemein. Wie war das nochmal mit dem Schrägschießen? Schrägschießen war die... Nee, so treffe ich, glaube ich, schwerer. So macht... eigentlich muss ich mit dem Tribok ja nur den Turm zerstören. Wenn das noch hinkriegt mit dem Turm, soll es mir recht sein. Der Rest ist mir wurscht. Komplett. Also absolut komplett. Mega komplett. Mega komplett, 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 komplett. Nee, wir treffen hier nichts. Wir müssen näher ran. Und klar. Zur Stelle. Monster komplett. Konstruieren Belagerungsgeräte. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Alter, willst du mich? Ja, nee, es ist... Mein Boden ist euer. Wir machen uns ja, es ist... Ja, fick dich doch. Konstruieren Belagerungsgeräte. Mann, ey. Flugbahn ist berechnet. Nee, ist sie nicht. Belüg mich nicht. Das kriegt alles der Nikolaus mit. Flugbahn ist berechnet. Es ist... Flugbahn ist berechnet. Den Stein dahinter irgendwie. Nee, es ist... Es nervt. Flugbahn ich krieg's nicht hin. Warum nicht? Normalerweise schießt der Tribok doch weiter als so eine Balliste. Boah, Flugbahn nervt. Wir geben unser Bestes. Hier hat's ja nicht geklappt. Kann man hier runter? Moment mal, kann man da runter? Kommt ihr da runter? Nee, kann man nicht. Schade, das sieht eigentlich fast danach aus, als kämen wir. Ja, vielleicht kriege ich den Tribok sogar dahin. Nee, kriege ich nicht. Wir machen uns auf. Scheiße. Konstruieren Belagerungsgeräte. Die Pfeile. Nein, hier ist niemand mehr. Tribok bereit. Los, schießt. Dabei kommt auf die gleiche Idee. Alter, warum triffst du? Das ist so unfair. Warum treffe ich nicht? Das ist noch unfairer. Boah. Meine Güte. Das ist ja nicht zu fassen. Oh Mann. Und klar. Mann. So nah ran wirklich, wie es geht. Ich glaube, so hatte ich das Ding letztens schon aufgebaut, oder? Konstruieren Belagerungsgeräte. Das muss doch irgendwie funktionieren. Das müssen ja, ich weiß nicht, wie viele Steine treffen müssen, aber...
Tribok bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Ach ja, ach verarsch mich doch. Warum klappt's denn von dort nicht hier irgendwo in dem Dreh, aber da klappt's auf einmal. Ist in Ordnung, ey. Mit euch rede ich kein Wort mehr, blöden Soldaten. Gut, mach mal kaputt, alles okay, alles klasse, sind alle glücklich. Ist halt die Frage, was soll man danach noch kaputt machen? Geld haben wir noch gut was da. Hier reicht es ja leider nicht rüber zu schießen. Wenn die Armbrustschützen da drüben kaputt zu machen, das wäre schon ganz praktisch. Ja. Praktisch. Tribok bereit, Sire. Wenn ich noch Steine übrig habe, kann ich diesen verschanzten Bogenschützen da ein bisschen beballern. Der fühlt sich bestimmt auch special, wenn er extra von dem Tribok geschossen wird. Was zum Teufel? Schießen die nur wegen mir? Ich wollte hier doch nur ein Nickerchen machen, abseits meiner Schicht. Ah, ich glaube, wir gehen hier mal hoch. Das ist ja wohl die Höhe. Eigentlich sollte ich die Mission auf 69 Spielgeschwindigkeit die ganze Zeit spielen, aber größtenteils kann ich mir das nicht erlauben. Boah, jetzt schieß mal besser, Junge. Was machst du? Damals bei meiner Ausbildung hat mein Hausmeister, das ist der war Rumäne, immer wenn er vorbeigefahren kam auf dem Fahrrad dann abends, immer zu mir so, was machst du? Das war irgendwie Stil. Oh, den Geist hat's. Oh, der Geist konnte noch entkommen. Gemein. Uiuiuiui. Also sehr viel haben wir jetzt nicht mehr übrig. Das ist schon doof. Ich würde eigentlich schon gerne den Bogenschützen noch irgendwie erwischen. Das war gut. Das war gut. Okay. Hierzu kriege ich den sogar angeschossen von einem gewissen Winkel aus. Gefällt. Die Kuh hätte ich gerne nach Möglichkeiten, ja, komm, die Bogenschützen hier zu erwischen. Ja, es ist immer noch besser, die zu erwischen, als den einen hier irgendwie zu kriegen zu wollen. Versuchen wir es mal. Das Vieh ist bereit. Mu zum ersten. Für einen reicht's, glaube ich. Aber versuchen wir mal Mu zum zweiten. Bereit, eure Lordschaft. Mu. Darf's noch etwas rinzen? Ja, einen kriegen wir ganz klar. Ja, einen kriegen wir. Yay. Wenn wir so weitermachen, sind wir nächstes Jahr fertig. Ende nächstes Jahr, versteht sich. Eure Lordschaft? Speichern wir mal. Oder 69, 1 machen wir mal. Da machen wir immer so in zwei. Speichern. 1, 2, 1, 2. Wir benötigen dieses Gerät. Brauchen wir dich brauchen wir eigentlich nicht mehr, Tribok, aber ich lasse dich trotzdem mal da. Einfach so. Einfach so. Konstruieren Belagerungsgeräte. Aus Gründen. Punkt. Konstruieren Belagerungsgeräte. So. Dann hätte ich gerne einmal alle Schilder, die sich bewegen können. Eure Befehle? Alles klar. Schild bereit. 19 Schilde mal wieder. Von den Armbrustschützen reichen mir eigentlich. 17 ist gut. 17 ist eine tolle Zahl. Mach mal 20 draus. Ist eine tollere Zahl. Müsst ihr mir zustimmen? 17 ist toller als 20 ist toller als 17. Ihr versteht schon. Baum. Ich liebe es, wenn ich mich selbst verwirre. Das ist irgendwie. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, mit der muss man geboren werden. Ich kann nicht anvisieren. Kriegen wir. Jawohl, wir kriegen ihn. Ist jemand gestorben? Ich will meinen Sterben hören. Schild bereit, eure Lordschaft. Habe ich mir nur eingebildet. Was bildest du dir eigentlich ein? Schild bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. So, Leute. Mit freundlichen Grüßen. Ich kann nicht anvisieren. Von. Ich treffe sowieso ich nichts. Kann nicht anvisieren. Treffen wir den irgendwie? Wow. Okay. Das war präziser, als ich es mir echt vorgestellt hatte. Also echt nicht nur falsch, sondern echt vorgestellt hatte. Und los! Nee, so treffen wir leider nichts. Was wir natürlich machen können, ist hier die guten Dinge zerstören irgendwie. Das Thema hatten wir schon mal. Ja, es geht von der Geschwindigkeit, oder?
Komm, holen wir die restlichen Armbeschützer dazu, die 13. Und ich meine, das sind alles gute Dinge, die ihm dann fehlen. Und gute Dinge, die ihm fehlen, sind dann eben nicht mehr da. Hab ich richtig geil rausgefunden, nicht wahr? Ach, Mann. Das dauert ja ewig. Versuchen wir mal, die Bogenschützen da unten irgendwie noch wegzukriegen. Ich könnte uns erinnern, dass da vorne am Holztor jede Menge Fallen sind. Da diese Fallen böse sind. Achtung! Haha. Ja, der Armbrustschütze wurde trotzdem verletzt, aber es geht. Es geht, es geht, es geht. Ist gut, kann man noch essen. Ich würde trotzdem mal gerne die guten Dinge von ihm weiter massakrieren. Das Massaker an den guten Dingen. Schild bereit, eure Lordschaft. Waffen geschultert. Oh Gott, das dauert echt. Machen wir mal hoch. Seine Truppen werden dadurch immer schwächer, das darf man nicht vergessen. So, jetzt brauche ich ein paar Opfergnome, und zwar euch. Gut, da haben wir auch noch einen. Der eine hätte es natürlich ausgemacht. Das ist... wichtig zu wissen ist ebenfalls noch... Pikiniere halten ja mehr als eine Falle aus, aber dafür sind sie mir zu wichtig. Lanzenträger haben ansonsten keinen großen Sinn. Ob diese 13 reichen... Ihr habt zu wenig Lanzenträger. Ich hätte gerne mehr Opfergnome. Und weiter. Macht mal hier kaputt, bitte. Ich habe es doch damals so gemacht, dass ich hier den Turm zerstört hatte und dies als Plattform übrig gelassen habe. Aber sehr viel gebracht hat es eigentlich nicht im Endeffekt. Allzeit bereit. Das bringt nicht viel. Womit kann ich dir spielen? Ein alle Fallen schon? Habt ihr alle schon aufgedeckt? Das waren schon alle Fallen? Wirklich? Leute, die Mission ist von Kevin Sheffield. Seid ihr euch sicher, dass ihr euch nicht geirrt habt? Trittet bitte nochmal genauer den Boden durch. Ihr müsst irgendwas übersehen haben. Das ist aber so ein undankbarer Job, ey. Ey, nein, ich baue doch meine Opfergnome. Boah, ach, deswegen habe ich damals den Turm kaputt gemacht. Ich kann mich erinnern. Ja gut, dann machen wir das nochmal. Das ist aber so ein undankbarer Job, ey. Das ist unglaublich. Und weiter. Ja, bitte. Ihr könnt auch ein Zählerspiel. Ja. Wohin ein leichtes. Da müssen wir so oder so durch. Da muss man eben einfach durch. So, dann macht die Mama das hier kaputt. Ja, bitte. Ein leichtes. Hack, 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 hack. Harry Hack. Womit kann ich dienen? Harry Hack, der Hacker. Alter. Stimmt, hatte ich damals da nicht Schützen reingestellt. Das ist so ein Spaß, den können wir eigentlich nochmal machen. Aber erstmal müssen wir überprüfen, ob das auch wirklich fallensicher ist. Fallensicher, also ihr wisst schon, was ich mit ausdrücken will. Okay, alles klar, ist sicher. Da war doch mal was. Ich erinnere mich, was das hier angeht. Im Laufschritt. Wenn die dann mal weiter drauf schießen. Unerreichbar, Sire. Los! Nein, das ist nicht so wie geplant. Waffen geschultert! Und Marsch! Versuch dich mal so. Nee, da. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, es war direkt hier unten am Rand aufstellen. Im Laufschritt! Achtung! Und los! Sire! Wer von euch ist der Übeltäter, der sich hier wegstellt? So. Okay. Ihr vier seid jetzt meine Helden, die hier wegschießen. Ist das nicht toll? So funktioniert das. Ich weiß nicht, ob wir das am Ende... Aber das Thema hatte ich schon mal bei Age of Empires. Ich kann jetzt noch nicht einschätzen, wie verschwenderisch ich bei der Mission sein darf. Weil es gibt ja einige, die regen sich ja sehr darüber auf, dass ich so vorsichtig, so übervorsichtig spiele und keine Verluste machen will. Ganz ehrlich, ich spiele schon immer nach diesem Maßstab.
von Anfang an so wenig Verluste wie möglich machen und am Ende eventuell, weil man einfach zu viele, weil man immer einfach noch genug Truppen hat, dann einfach schön drauf losstürmen. Besser als andersrum. Besser als zu sagen, ach ja, Verluste können wir uns leisten, ach die Verluste können wir uns, ach die Verluste können wir uns ebenfalls leisten. Nur um am Ende, nachdem wir ewig überspeichert haben und 3 Stunden gespielt haben oder so, nur am Ende feststellen zu müssen, dass es nicht mehr reicht, dass wir es nicht mehr schaffen. Und dass wir das ganze Ding nochmal von vorne spielen können. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist die allgemeine Problematik. Das spiele ich dann doch lieber so, dass ich sage, am Ende können wir dann verschwenderisch sein. Aber ich gehe dieses Risiko sehr, sehr ungern ein. Egal, ob ich aufnehme oder nicht. Das ist ein ganz allgemeiner Punkt. So, du dürftest, glaube ich, auch noch mit dazu können, oder? Anscheinend nicht. So gut wie tot. Nö, darf er nicht. Alles klar, es ist verstanden. Und klar. Es ist verstanden. Bereit, eure Lordschaft. Sie es ist verstehen Geschichte. Getutet. Gott, braucht ihr lange. Ich habe schon auf 90. Ich kann gar nicht schneller als 90 machen. Gehst du mal endlich kaputt, Mann. So, nachdem wir diesen tollen Spaß geleistet haben. Ich meine, wir könnten die auch so normal mit Schilden kaputt machen, aber... ich will hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ich möchte diesen Pfad erstmal ein bisschen mit Lanzenträgern aufdecken und so. Mit unseren freiwilligen Hilfskräften, die so freundlicherweise immer zur Stelle. Den Weg Lade weisen. Achtung! Schieß mal dahin. Ihr habt ja eben den Typen getroffen. Wenn ein Armbrustschütze übrig bleibt, sollte mir auch recht sein. Das kriegt man dann bestimmt auch irgendwie hin. Das Problem ist halt, sobald ich das Tor aus aufmachen will oder hier weiter aufmache, werde ich beballert. Ich muss irgendwie mehr Deckung schaffen. Oh, das war ein guter Treffer. Ein schöner Treffer, guter Treffer. Jawoll! Sehr schön, ihr ballert einfach mal weiter. Ich habe ansonsten, ich halte dich ja eh zu. Ich kann auch mal die ganzen Bogenschützen dazu einsetzen. In Bewegung. Hätte ich auch mal mitmachen können, ja? Es gibt Dinge, an die könnte ich vielleicht mal ausnahmsweise denken. Kommt, schieß drauf. Jetzt geht's schneller kaputt. Ja, es geht viel schneller. Bogenschützen. Mann. Jetzt ist es gleich kaputt. Und. Jetzt macht es doch nicht so spannend. Oh, Leute. Hört auf damit. So. Rücken aus. Okay. Speichern. Und schreiben. Speichern. So. Alles okay. Alles gut. Ich bin Arzt. Das ist leider nicht möglich.